Ich grüße dich ganz herzlich hier auf meinem Kanal von Emeritorik. Mein Name ist Martin Rettmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Der dritte Tag, der dritte Buchtipp, und es ist von Dieter Lange ein sehr, sehr schönes Buch. Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Und das ist noch ein Buch, wir hatten gestern gerade gehabt, Samuel Koch, und da ging es um das Thema Einstellung, wie gehst du mit deinem Leben um, und das ist nochmal das ähnliche Thema, nur aus einer ganz anderen Sicht. Der Dieter Lange ist ein Autor, der hält wunderbare Vorträge, mir persönlich gefällt er sehr gut, wie er die Vorträge hält, und er hat dieses fernöstliche Denken und unsere westliche Kultur zusammengebracht. Er hat das Ganze zusammengeschmolzen und dadurch eine Form von Vorträgen geschaffen, die mir persönlich sehr gut gefällt. Das Buch Sieger kennt man am Start, Verlierer auch, hilft dir vielleicht, dein Leben nochmal neu zu denken. Denn es hilft dir vielleicht nochmal, ganz anders mit dir selbst umzugehen, ähnlich wie bei Samuel Koch. Und ich zeige hier rüber, wo das Buch noch hier liegt vom letzten Video. Das hilft dir vielleicht, nochmal ganz anders zu denken. Er selbst war ja nach dem Studium im Management, im hohen Management, hat gesagt, nee, da schiebe ich alles zur Seite und möchte ganz neue Dinge machen. Ich möchte nochmal ganz neu anfangen. Und der hat das also ganz, ja, wie soll ich sagen, der hat viele, viele Reisegeschichten reingebracht, wo er für sich selbst Erfahrungen gesammelt hat. Und meine Highlights sind, du siehst auch hier wieder Fähnchen drin, meine Highlights sind besonders die Zitate. Was der hier für Zitate drin hat, das ist für mich gigantisch. Das macht ungemein Spaß, das zu lesen. Ich finde es ungemein schön, diese Sachen zu sehen, diese Geschichten mitzuerleben. Geschichten hatten wir schon in den vorhergehenden Videos gehabt. Du erinnerst dich, Geschichten reißen dich mit, Geschichten reißen dich rein. Und das ist eine Geschichte oder ist ein Buch mit vielen Geschichten, wo du überrascht bist, was für ein Ausgang da kommt. Ich finde es besonders schön, mir gefällt die Schriftgröße besonders. Die Abschnitte sind sehr schön gegliedert, sodass du gut lesen kannst. Wenn du mal Tage hast, wo du weniger Zeit hast, dann liest du halt mal nur wirklich deine 3-4 Seiten. Ein anderes Mal liest du gleich 5-6 Kapitel, weil du so reingezogen bist. Aber dieses Buch wird dein Denken umstellen. Das ist ein Versprechen an der Stelle. Ich zeige es nochmal in die Kamera rein, dass du, ich glaube, so kannst du es lesen, Dieter Lange, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Also, wenn du startest, starte als Gewinner. Setze um, geh rein. Und wie jedes Mal, wenn wir hier unsere Videos machen, dann wünsche ich mir so sehr, dass du liest, dass du umsetzt, dass du aktiv wirst. Wenn dir das Ganze gefallen hat, du kennst es, unten drunter, teilen, liken, kommentieren. Du findest den Link zu meiner Internetseite www.mr-rhetorik.de. Dort sind die Bücher dann auch drin. Und ich freue mich drauf, wenn du demnächst wieder einschaltest, und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns demnächst. Mach's gut.